Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, meine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Mandy an. Dieser hat über BTC Clicks geschrieben, welches sie mit 4,2 Sternen bewertet hat. Wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Nachdem ich euch letztens schon Ads von BTC vorgestellt habe, soll es heute mit einer ähnlichen Seite namens BTC Clicks weitergehen. Bei BTC Clicks kann man entweder seine Werbung schalten, von der Community anschauen lassen oder man wird Teil dieser und wird für das Klicken von Werbung bezahlt in Form von Bitcoins. Die Einzelheiten und Details findet ihr hier. An dieser Stelle noch einmal schnell die Erklärung zum Konzept BTC. Sobald man sich als Nutzer bei einer BTC-Seite registriert hat, wird angezeigt, welche Werbung für den Tag zur Verfügung stehen, wie lange man sie anschauen soll und wie der Verdienst ist. Als Nutzer hat man die freie Entscheidung, welche Werbung man anklicken möchte und welche nicht. Auf der anderen Seite stehen die Werbenden, die Advertiser. Die möchten nämlich ihr Produkt, ihre Homepage oder Dienstleistung bekannt machen und brauchen den Traffic, also mehr Besucher, damit ihre Seite letztendlich auch mehr Geld verdient. Damit ihre Werbung bei einer PTC-Seite runterkommt, zahlen sie einen Betrag an den Seitenbetreiber und darüber finanziert sich auch die Aufrechterhaltung der PTC-Webseite. Damit die PTC-Seite selbst bekannt wird, haben diese meistens ein Referral System, also ein Empfehlungsmarketing, integriert. Sie sind genauso darauf angewiesen, selbst größer zu werden, denn wenn die eigene Seite mehr Traffic hat, kann man letzten Endes auch mehr Geld von den Advertisern verlangen, da häufiger geklickt wird. Beim Empfehlungsmarketing geht es darum, dass ein User die Nutzer empfiehlt und andere und dazu einigt, dem Netzwerk beizutreten. Wurde auf diese Weise ein weiterer aktiver Nutzer gewonnen, profitiert man in der Regel durch Provisionen oder dadurch, dass man ein Leben lang an den Aktivitäten des Gewonnenen mitverdient. Wie immer geht Vorsicht. Man muss die schwarzen Schafe der Branche erkennen können, da einige PTC-Seiten unseriös sind. Wenn die Werbung zu schalten günstiger ist als das, was man verdient pro Klick, ist das höchst verdächtig. Zudem tendieren solche Seiten auch nach einem gewissen Zeitraum von der Bildfläche zu verschwinden. Das heißt, man sollte zusehen, dass man sein Geld immer frühzeitig sicher auszahlen lässt, damit man sich am Ende nicht ärgert. Wer Werbung schalten möchte, der braucht sich nicht auf der Seite zu registrieren. Es reicht das Ausfüllen eines einfachen Formulars. In diesem gibt es natürlich ein paar Einzelheiten zur Werbung, wie URL, Beschreibung und seine eigene E-Mail. Weiter kann man bestimmen, wie viele Klicks man auf die Werbung haben möchte, ab 1000, und wie lange sie angesehen werden sollen von den Nutzern, zwischen 10 und 92 Sekunden ist möglich. Des Weiteren kann man noch Konkurrenzwerbung ausschalten, damit die Nutzer nicht abgelenkt werden, und man kann einen demografischen Filter einschalten, sodass nur Leute, die aus der Nähe kommen, die Werbung überhaupt erst ansehen können. Für 10 Sekunden liegt der Preis pro Klick bei 0,0146 MBTC. 1 MBTC ist gleich Millibitcoin, ist gleich 0,001 BTC, bei 30 Sekunden bei 0,0245 MBTC und bei 60 Sekunden bei 0,00392 MBTC, nur um einige Beispiele genannt zu haben. Nehmen wir an, wir möchten eine Anzeige schalten, die 30 Sekunden geschaut werden soll und wir möchten mindestens 5000 Klicks erreichen. Dafür müsste man 12,25 MBTC bezahlen, welche mich beim heutigen Bitcoin-Kurs ungefähr 9,30 Euro kosten würden. Die Preise können variieren. Den Traffic, den man dort bekommt, hängt irgendwie immer mit Bitcoin zusammen. Deswegen macht es besonders viel Sinn, seine Seite hier zu bewerben, wenn sie auch damit zu tun hat. Manipulierte Links und der Klicks von Leuten, die nicht bei BTC-Klicks registriert sind, werden nicht gezählt. Die Leute werden gezwungen, die Werbung für die volle Zeit zu schauen. Wenn sie den Tab wechseln oder so, wird der Timer gestoppt. Was nicht erlaubt ist: 18-Plus-Inhalte sowie illegale Produkte und Dienstleistungen dürfen nicht beworben werden. Framebreakers oder der Einsatz von URL-Shortener wird nicht geduldet. Werbung, die Urheberrechte verletzen oder Webseiten, die niemals laden, sind ebenfalls nicht gestattet. Prinzipiell wird alles erst einmal sofort freigegeben, aber bei einem Verstoß ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Werbung deaktiviert wird. Um Werbung bezahlt anzusehen, muss man sich zunächst registrieren, was in wenigen Schritten verbracht ist. Der Verdienst ist abhängig von der Zeit, die man die Werbung betrachtet. Für 10 Sekunden bekommt man 0,0038 MBTC, für 20 sind es 0,005 MBTC. Oder für 60 sind es 0,09101 MBTC. Wie gesagt, darf man den Tab nicht wechseln, da sonst der Timer angehalten wird. Man muss die volle Zeit die Werbung geöffnet lassen. Ob man hinschaut oder nicht, kann natürlich nicht überprüft werden. Wenn der Timer abgelaufen ist, muss man noch eine Capture eingeben, um zu zeigen, dass man ein Mensch ist. Sobald dies erledigt ist, werden die Bitcoins dem Account zukommen. Wer seinen Kontostand noch schneller aufbessern möchte, der kann dies durch das Referral-Programm tun. Für jeden neu gewonnenen Nutzer über den eigenen Referral-Link erhält man eine Provision zwischen 40% und 80%. Wenn man einen Standardnutzer wirbt, erhält man 40% von dem, was dieser durch BTC-Klicks verdient. Wenn man einen Premium-Member wirbt, bekommt man 80% von dem, was er verdient. Premium-Member: Ein Premium-Member verdient das Doppelte pro Werbung und bekommt auch die doppelte Provision für Referrals. Die Premium-Mitgliedschaft für 3 Monate kostet 6,264 MBTC. Die Auszahlung ist theoretisch möglich ab 0,1
1 MBTC. Wenn man eine so niedrige Summe abheben möchte, kann es den Prozess verlängern und es wird eine Gebühr erhoben von 1,5%. Ab 10 MBTC geht es wesentlich schneller und die Gebühren fällt. Die Bitcoins werden auf die angegebene Bitcoin-Adresse transferiert. Wie auch bei Ads for BTC kann ich diese BTC wärmstens empfehlen. Der Aufwand ist minimal und ein paar Minuten am Tag hat jeder Zeit. Wenn man nur Werbungen anschauen muss, muss man natürlich schon etwas länger machen, damit man auf ein Sümmchen kommt. Wenn man aktiv nach Referrals sammelt, geht das wesentlich schneller. Die Auszahlungen sind zuverlässig, eine Testsumme von 11 MBTC war in den nächsten Stunden bei mir angekommen. Viele Nutzer im Netz haben auch einen Zahlungsnachweis online gestellt. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.